nicht eine Weltentheaterbühne, sondern eher eine Art Komödienstadel. In denen diese Schablonen miteinander verzahnt werden, wo es um nichts anderes geht als um die kontinuierliche Selektion im Vergleich, in Konkurrenzierung oder in Kooperation mit anderen, diese Täuschtauschaktionen. Wohlwollend, der Schmetterling wird nicht sofort gefressen von jedem Vogel. Das Baby ist beschützt und kann bei gut Glück seine Entfaltungsphasen bis zum Schmetterling vollziehen, weil ja der dissipative Raum jenes Selektionsexperimentierfeld ist, in dem erprobt werden muss, was erprobt werden muss. Sie wissen es schon. Und unter Vergessen der beiden Grenzlimiten, die allerdings unbewusst immer im Hintergrund spielen, immer das Ultimative, das möglichenfalls gefressen werden, die Tödlichkeitsunmöglichkeit terrorisiert, gegen die dann alle Energien des Dagegenstrampelns aufgeboten werden. Aber das Leben, das ist eben dieser Spielraum, diese Überschneidung von Millionen von Schablonen, die sich überlappen und sich begegnen und sich erproben, ob das passt oder nicht. Und die sexuelle Selektion als das Urmodell dieser ganzen Austestungsmaschinerie. Auf alle Fälle erklärt das, warum das Undenkbare, das Endgültige, das nicht sein sollen können dürfende, diese Unmöglichkeitsgrenze darstellt, indem die Inversion gegen die Inversion des Möglichgemachten, das jetzt schnell nochmal alles Versuchenden darstellt.